3. Hallo und herzlich willkommen zu einem Redstone Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein... Ach, lachen Sie doof. Wie man ein Fahrband baut. Wie man jetzt hört, man hört mich mal, weil es jetzt geklappt hat mit dem Aufnahmeprogramm. Das ist ganz schön. Gut, ich bin nämlich der Besitzer meines Kanals, der Redstone Profi, und nicht irgendein anderer Spaß. Gut, ja, so, wir Redstone. Fangen jetzt an mit... Also, ich brauche jetzt erstmal ja mit Redstone. Redstone! Oh, das ist so ein Vollidiot, Mann. Und eben bei BO2, soll ich euch was sagen? Bei BO2 hat er sich nicht getraut, sein Headset anzumachen, und jetzt traut er sich's. Gut, wir wollen nicht so lange quatschen und dauert das Video so lang zum Hochladen. Gut, Zeig deinen Zuschauern, Tobi, wenn du fertig bist. Wir brauchen einmal einen Kolben. Ja, nachher. Tobi ist ein Lieblingsschwein. Ja, aber so ein Sterblicher eigentlich. Sache dafür ihn gemacht, aber keine Ahnung. So, wir brauchen Redstone, wir brauchen einen Kolben, einen haftenden Kolben, also ein Sticky Piston, ein Piston. Und eine Menge Fantasie. Redstone Repeater. Ja, eine und Redstone eine Menge Fantasie. Und ein Hebel. Ja. Ja, und Tomaten durchs Maul halten. Gut, aus was bauen wir das? Wir bauen das am besten aus Eichenholz. Ja, sehr primitiv, wie ich das gerade gesagt habe. Ah, ich mache es immer gerne aus Heuballen. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Ich baue das mal in der Luft. Gut. Erstes, ey, Kevo Butter, du kannst auch reden. So, als erstes kommt das so und so. Baut ihr das am besten. Dann kommt ein haftender Kolben da unten dran und an der Seite ein Kolben. So. Jetzt kann man sich die Länge aussuchen, es geht bis zu 14 Blöcken, also ich würde immer 13 bis 12 machen, das ist am besten, sonst backt es zu sehr. Ich mache jetzt aber mal was Kleineres. So, und hier ist genau umgekehrt, also man braucht nur ein Sticky-Piston und ja, drei Pisten. Oh, der Spaß, die nervt wieder, wie man hört, aber egal. Ja. Er freut sich halt, dass er auf YouTube ist. Gut, da kann man nichts machen. Gut, so sieht das aus. Ich mach's extra langsam, damit es auch jeder versteht. Ja, manche erzählen das so schnell, da versteht man gar nichts, da muss man das Video 80 mal gucken und stoppen, damit man was versteht. Ja, weil du dumm bist. Und ich verstehe es selbst nicht. Ich glaube, ich bin ein bisschen dumm, aber dumm. Ja, ich wusste es. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Oder ich habe was falsch gemacht. Nee, ich habe nichts falsch gemacht. Gut. So, jetzt füllt man sich das mit dem man es voll haben will. Also, ich will das jetzt so mit meinen Heuballen. Heuballen sehen eigentlich aus wie so ein Fahrband von oben. Ja, jetzt in dem Texture Pack nicht. So, ich hab doch was falsch Redstone gemacht. Sorry, ich hab was falsch gemacht. Wir müssen... Ja, Mann, man kann jeder machen. Aber ja. Kein Profi. Wir müssen das nämlich so setzen. Denke ich mal. Boah. Halt doch dein Maul. Da ist der Pisten, ja. Gut, so, wir setzen das so. Wollen sie auch ordentlich machen. So, jetzt schaut das Ganze so aus. Ihr könnt es natürlich auch mit was anderem machen. Mit TNT würde ich es jetzt nicht machen, weil sonst geht alles kaputt. Oder ihr schaltet TNT einfach aus. So, hätten wir das. So, hier machen wir einen weg. So, und jetzt kommt es zu den Verbindungen. Ich setze dann einmal Lernrepeater vor. Erstmal. Das ist daran so witzig, Cache. Gummibärchen. So, und... Ja. Und dann setzen wir hier noch einen Repeater hin. Gut, wir machen das so. So, hier oben würde ich eine Verzögerung machen auf 3, also auf 4. Wenn der Repeater auf 3 steht, ist es eine Verzögerung. Ja. Wenn er auf dem letzten steht, ist es 4. Wir machen das auf das ganz letzte am besten. So.
der Kolben schiebt das ja so nach da. So. Ich bin, glaube ich, heute ein bisschen blöd. Ist klar. Gestern habe ich das Ding 8-mal gebaut und heute baue ich alles falsch. Ja, 8-mal nicht, aber ich habe schon oft gebaut. So, wir machen das jetzt einfach auf die bessere Art. Also jetzt denkt bestimmt jeder, ich bin blöd in Minecraft, aber ja, so ist das halt. Oh mein Gott. So. Verbinden das jetzt. So, das ist eigentlich richtig einfach. Ja, außer für mich. Ich bin halt ein bisschen blöd. Wie schon gesagt. So, das müsste jetzt, das meiste müsste schon geschafft sein. Der drückt es nach da, der nach da. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Glock hier dran bauen. Also eine langsame. Also ich baue immer die Glock, die man noch anhalten kann. Die geht nämlich so. So. Dann macht man das da dran. Dann setzt man einen Redstone hier hin, noch eins. Dann kann man das die Verzögerung stellen, so wie man will. Ich mache das jetzt mal auf langsam. Ja gut, so können wir es machen. Und dann geht man damit einfach da hoch und dann hat man seine Glock hier, wie man sieht. Man kann die auch anhalten mit dem Hebel. Gut. Das klappt schon mal. Aber wie man sieht, das Redstone-Signal reicht bis hier oben. Deswegen setze ich hier nochmal einen Riegel dazwischen. So, jetzt fehlt hier ein Heuballen. Das ist jetzt... fehlt. So. Den habe ich doch da vergessen. So, hier setzen wir auch nochmal einen Repeater zwischen. Sieht jetzt nicht sehr schön aus. Jetzt klappt es. Wie man sieht, das... In der Tat, es bewegt sich. Ja, es bewegt sich halt, weil es die Farbe ist. In der Tat. Ich fühle mich gerade sowas von dämlich, Alter. Ich habe es gestern 8-mal gemacht und heute bin ich so doof und habe es nicht einmal gemacht. Doch, einmal. Ja, man kann das dann noch so verzieren. Man kann es auch anhalten. Nur leider kann man damit halt nicht fahren. Also wenn man sich draufstellt, passiert gar nichts. Und wenn man hier reingeht, dann wird man hochgebackt. So, das wäre eigentlich das Fahrband. Soweit gibt es eigentlich nichts mehr. Also hier auf 3. Hier ein Repeater. Die bleiben alle so, die Repeater auf 1. Den auf 3 und den hier auf 1. Ja, und ich glaube, die könnt ihr halt so schnell bauen wie möglich. Also irgendwann geht's nicht mehr, irgendwann macht er nicht mehr mit. Dann geht's mal versuchen so zu bauen, aber schneller geht's nicht mehr. Hey, guck, doch. Ja, manchmal macht das nicht. Also ich würde es so machen. Das ist schon das Schnellste, schneller geht's nicht. Ja, hier weiß man jetzt nicht, wie man das nehmen kann. Man kann es für eine Fabrik nehmen oder so, wenn man eine Fabrik baut. Oder man baut da halt hier so ein Sportgerät, wo man drauf laufen kann, wenn man nicht draußen laufen kann. Ja. Ja, oh Mann, jetzt habe ich das gebaut. So. Und dann hat man halt hier sein Fahrband. Man kann sich hier noch sowas hinsetzen, dass man nicht sieht, wo das verschwindet. Pep, kannst du das platzieren hier? Also außen eine kleine Plattform drauf. Dann steht man halt hier vor. Thank you.
anderen Seite auch. Ja. Ach, das einfach nur so, damit ich schon weiß, wie ich das im Wald gesehen. Ja, der flippt schon wieder aus. Ja gut, das wäre das Laufband. So kann man es halt machen. Man kann es auch noch anders machen. Ein Fahrband oder ein Laufband. Wir können es auch anhalten. So, und jetzt zeige ich halt nochmal. Tobi. Wie heißt das Schwein nochmal? Tobi, nicht jetzt Tobi, jetzt zeige ich nochmal Tobi. Was? Ach Gott. Tobi. Ach nein, Tobi. Ja, das ist dieser Tobi. Der ist nicht gay. Ich glaube, der ist Italiener, cool. Sieht man doch. Ich kann es jetzt nicht erkennen. Aber zumindest hat er... Ja, sieht man. Also jetzt, so, ja. Er hat halt ein Schwein nachgebaut. Sein Schwein ist gestorben in einer anderen Map. Na toll. Da hat er natürlich getrauert und hat extra ein Kirche gebaut. Jetzt wirklich wie ein Loser auf YouTube, als wäre das Schwein mein einziger Freund. Jetzt hat er das Schwein nochmal. Jetzt, ich weiß. Ja, okay. Und das Schwein ist eigentlich sein einziger Freund. Ja. Thomas, komm mal her. Thomas, das ist die Tomate, wie man sieht. Hat er Nein, das ist jetzt nur Zufall. Also er liebt Schweine. Schweine. Doch. Das ist nicht Zufall, also gut. Bitte lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr es in die Beschreibung schreiben. Und ciao, bis zum nächsten Mal.